Geschichten aus der Gruft. Guten Abend. Ihr habt euch wohl schon lange nicht mehr gegruselt. Aber keine Sorge, euer alter Freund, der Crypt Keeper, wird euch auch heute wieder das Fürchten lehren. Lehnt euch zurück und hört euch die Geschichte an, damit euch der Schreck in die Glieder fährt und euch das Blut in den Adern gerinnt. Unsere heutige Gruselgeschichte heißt... Ja. Wer wagt es, um diese Zeit an meiner Horrorglocke zu läuten? Ach, ich komm ja schon. Wer auch immer es ist, ich muss ihn loswerden. Und ich weiß auch schon wie. Er wird vor Angst seine Hosen verlieren. Aber ich erzähle Gruselgeschichten und nenn mich nicht Grufti. Entschuldige, Grufti. Aber wenn du so ein Gruselgenie wie mich als Assistentin hättest, wäre deine Sendung tausendmal abgefahrener. Spinnweben-Heini, tut dir dein Gesicht eigentlich sehr weh? Nein, gar nicht. Wieso? Weil es mich fast umbringt. Aber ich weiß schon, was man dagegen tun kann. Du machst dich aus dem Staub? Nein, wo denkst du hin? Ich verpasse dir mein Horrorhexen. Schau mich bloß nicht an, Make-up. Lehn dich ruhig zurück. Nach meiner kleinen Schönheitskur werden garantiert jedem, der dich anschaut, vor Schreck die Haare ausfallen. Ich habe keine Zeit für so einen Unfug. Ich muss eine Geschichte erzählen. Entschuldigt, Leute. Reg dich ab, Grufti! Es dauert nur einen klitzekleinen Augenblick! Oh nein, keinen Faltenqualsam! Haarfürchtiger! Perlkreisch! Abdeckerpuder! Unbeliebt Schatten! Massakerer! Davon braucht er nur ein bisschen! Abschreckstift! Lippentod, Augengrauenstift. Nein, 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 bitte nicht die Modermaske. Na, was sagt ihr jetzt, Kinder? Sieht er wie schaurig süß aus? Meine Krokodile. Deine was? Meine Krokodile, ich hätte sie fast vergessen. Es ist Zeit, meine Krokodile zu füttern. Ach, reich mir doch bitte mal das Seil darüber, ja? Klar, Grufti! Und tschüss, du alte Wetterhexe! Ich glaube, die bin ich gut losgeworden. Und jetzt kommen wir endlich zu unserer Gruselgeschichte. Unsere Geschichte handelt von zwei bösen Buben, die dauernd die Schule schwänzen.
Ihr werdet es nicht für möglich halten, aber die zwei konnten einfach nicht genug vom Videospielen kriegen. Eine Leidenschaft, die ihnen zum Verhängnis werden sollte. Die Geschichte heißt, das Spiel ist aus. Den Zombies hast du es ordentlich gegeben, Buddy. Du hast den Vampiren auch keine Chance gelassen, Mann. Oh je, es ist spät geworden. Oh ja, Mist. Die Schule ist schon aus. Wir haben schon wieder geschwänzt. Hey, dafür haben wir die Menschheit davor bewahrt, von blutsaugenden Ungeheuern vernichtet zu werden. Ein harter Job, aber irgendwer muss es ja tun. Stimmt, Mann. Dieser riesige Blutsauger hatte einfach keine Chance gegen uns. Zuerst, Wins. Bei Kopf Hausaufgaben? Bei Zahl spielen wir. Wir spielen! Ich brauche neue Batterien. Okay, ich bin schon unterwegs. Hey, bleib da, es geht schon wieder. Gezeichnet. Aber es ist einfach verschwunden, wie in einem Videospiel. Yeah!
Prinz, das waren Zombies. Vielleicht waren es keine richtigen Zombies. Vielleicht waren es Videozombies. Und wenn schon, jedenfalls waren es ganz schön viele. Aber hier haben sie keine Chance. Hier sehen wir sie rechtzeitig. Fledermäuse! Euch werde ich's zeigen. Das sind Vampire. Lauf weg! Vampirfledermäuse! Hilfe! Ich helf dir! Wir haben keine Bälle mehr. Wir haben auch alle Videovampire abgeschossen. Sie sind mir verdammt echt vorgekommen. Ihre Zähne waren so nah, ich konnte sie fühlen. Schau nach, siehst du irgendwelche Löcher? Beruhig dich wieder, Mann. Wir sind raus aus dem Menü. Ja! Da kommt doch ein Nachtisch, der Monsterblut und Igel! Zombies, Vampirfledermäuse, Monsterblut, Igel, was kommt als nächstes? Oh. Ein Werwolf! Guter Hund! Willst du einen Hundekuchen? War's von Anfang an nicht. Was soll das alles? Du meinst, warum uns diese ganzen Videomonster angreifen? Ja, es sieht so aus, als ob sie uns wirklich fertig machen wollen. Ich weiß nicht, Vince. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich so schnell kein Videospiel mehr anrühren werde. Vielleicht ist das der Grund für alles. Buddy, weißt du was? Ich glaube, es soll so eine Art Strafe sein. Weil wir dauernd gespielt haben oder weil wir die Schule geschwänzt haben? Beides. Hä? Wir haben uns doch nie um irgendwas gekümmert. Außer um unsere Videospiele. Ach, Quatsch! Wahrscheinlich hat das irgendwas mit dem Ozonloch zu tun oder so. Ja, so eine Art Raumzeitdiskontinuum. Ja, das klingt schon vernünftiger. Ja. Ich glaube, wir sind irgendwie vom Weg abgekommen. Vom Weg abgekommen? Hier gibt's keinen Ausweg. Wir sind gefangen. Na, was machen wir denn jetzt? Ich fürchte, das werden wir gleich wissen. Vince! Ja? Wir kommen hier nicht raus, Vince! Nicht echt sein. Und wenn du nur eine Videofigur bist, dann bin ich auch eine!
Gewonnen! Das Spiel ist aus, Monster! Tag, Menschen, flop! Mann, Gronk, diesem Buddy hast du es aber wirklich gegeben. Na, du hast Video-Wins, aber auch keine Chance gelassen. Lass uns nochmal spielen, Gronk, aber diesmal will ich Wings abschießen. Klar, Borg, aber dann müssen wir die Schule schwänzen. Dafür bewahren wir die Welt davor, von hässlichen Menschen vernichtet zu werden. Es ist ein harter Job, aber irgendjemand muss ihn ja machen. Yeah! Hier sind wir! Toll, Team! Los, Team! Seht ihr, Schule schwänzen kann ganz schön unangenehme Folgen haben. Man kann hängen bleiben. Tja, unsere beiden Freunde haben so viel Video gespielt, dass sie richtig gut reingekommen sind. Ja, ist ja schon gut verstanden. Ich glaube, ich sollte mal nachsehen, wie es meinen kleinen Krokodilchen geht. Bist du noch da unten, alte Horrorhexe? War doch nur eine Frage. Guten Abend. Komm zu mir, Fröschlein. Komm zu mir. Du hast gerufen und ich eile, Meister. Du bist genau das, was ich für meine heutigen Experimente aus der Gruftshow brauche. Was sagst du? Für deine Experimente aus der Gruftshow? Das hier ist meine Sendung. Das ist deine Sendung gewesen. Was hast du eigentlich mit mir vor? In der heutigen Show werden wir herausfinden, warum dieser kleine Frosch hüpft, indem wir sein Gehirn transplantieren. Ich warne dich, das kannst du mit mir nicht machen. Das kann ich schon, ich habe es schon oft gemacht, es funktioniert. Bleib ganz ruhig, Fröschlein. Es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst, du bekommst kein Hühnchenhirn. Siehst du? Oh je, wenn ich jetzt quake, ob ich dann wenigstens den Frosch in meinem Hals loswerde? Hör mal, wenn du meine Show schon unbedingt übernehmen willst, dann solltest du dem Publikum etwas zeigen, was es noch nie gesehen hat. Und was wäre das? Naja, du könntest mich in einen Menschen verwandeln. Das wäre allerdings interessant, eine echte Herausforderung. Entschuldigung. Sieht so aus, als wärst du irgendwo auf der Hälfte stecken geblieben. Wer hier da ist! Oh nein! Oh ja! Ein andermal, ihr Süßen! Die Tierchen haben jetzt zum Abschied richtige Krokodilstränen geweint. Krokodilstränen kapiert? Ich glaube, du musst etwas kapieren. Ihr sollt euch verabschieden. Alle beide. Jetzt augenblicklich. Sofort. Unverzüglich. Ich bin mitten in meiner Sendung. Entschuldige, Grufti. Es ist meine Sendung. 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 Das darf doch nicht wahr sein. Zuerst die Horrorhexe und dann der Gruftspion wollen mir meine Sendung wegnehmen. Ach, da gerinnt einem ja das Blut in den Adern. Außer wenn man keins hat, hä? Da muss der Moderator eben auf die Straße. Auf zur Schreckportage! Beeilen Sie sich! Ich muss eine letzte Ruhestätte finden, wo ich meine Geschichten im ewigen Frieden erzählen kann. Ganz wie Sie wünschen. Der Kutsche nach! Ruf dich, gib mir die Show! In dieser
dieser Sendung behalte ich das Steuer in der Hand. Halt ihn auf! Der Spinnwebenfritze will meine Sendung klauen! Deine Sendung, du meinst meine Sendung! Meine Sendung! Meine Sendung! Meine Sendung! Meine Sendung! Ich hoffe, den beiden geht die Kraft aus, bevor mir das Benzin ausgeht. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädchen. Unangenehme Träume!